Servus oder so, ich hoffe, die Musiklautstärke passt. Es gibt die nächste Folge der Spielerkarriere. Servus oder so. Auch natürlich Grüße an alle, die auf YouTube am Start sind. Lasst einen Daumen da auf dem Video. Ich gehe direkt rein ins Game. So sieht mein Game heute aus, nämlich. Was machen wir mit dem FA Cup Duell hier eigentlich, Jungs? Es ist ja gegen Crawley Town. Das müssen wir doch eigentlich safe gewinnen. Also ich bin dafür, dass wir simulieren und ich bin der, der entscheidet. So. Was? Was? Die haben 1-1 gespielt. Oder wir haben 1-1 gespielt. Hansus mit der 6,3. Und jetzt habe ich schon wieder die Nummer 13. Müssen wir die Nummer jetzt gleich wieder ändern. Portsmouth gegen Chelsea auch ein 1-1. Damit die jetzt erstmal wieder für ein Spieler bei der 10 ist. Und dann wird sie wahrscheinlich wieder umgestellt oder so. Nächster Gegner ist Manchester United. Und das muss Spieler des Monats. Das muss ich einfach spielen, würde ich sagen. Wir wurden Spieler des Monats. Kann man das hier irgendwie anzeigen lassen? Hansus holt sich den Spieler des Monats Award Dezember. Dezember vor allem. Hansus mit dank seiner Topleistung bei Manchester City Premier League Spieler des Monats Dezember. Dann bekommen wir auch ganz viele Boni. Ich hoffe, ihr seht es rechts oben. Jetzt aber hier Manchester Derby. Wir spielen gegen den Tabellen-8. Und wir sind Erster mit 9 Punkten Vorsprung schon wieder. Aber ich werde da safe erstmal wieder reinfinden müssen. Wir spielen linker ZM. Hier ist auf der 6 und Rotri in der Innenverteidigung. Warum tauscht er die nicht einfach? Das versteht auch wieder kein Mensch. So, jetzt hier Casemiro Kapitän bei Manchester United. Oh, es sieht schon wieder so geil aus hier. Sieht so geil aus. Es hat so Flair hier zu spielen. Komm, mach den. Oh, geblockt. Vielleicht auf die kurze Ecke, aber ich glaube, da hätte er ihn immer noch geblockt. Am zweiten Pfosten vielleicht? Ah, nein. Ich hätte ihn früher spielen müssen. Ich dachte, Hernandez kann ich mal aufholen, aber der hat mich halt noch voll aufgeholt. Das muss dann... Ich werde auch einfach ausgewechselt jetzt. Jetzt wissen wir, wo De Bruyne war. Mann, und wir haben die Chance einfach nicht genutzt. Und es endet 0:0. Ja, wow. Aber für uns eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wir haben so einen hohen Vorsprung. Und jetzt kommt das Wiederholungsspiel im Pokal und ich werde es wieder simulieren. Ey, da müssen wir aber jetzt... Da müssen wir jetzt weiterkommen. Ich stehe auch nicht in der Startelf tatsächlich. 2-1, das wird halt knapp. Gegen fucking Crawley Town. Naja, jetzt gehen wir ins nächste Spiel rein. Ich gehe mal davon aus, ihr seid der gleichen Meinung. Gegen Chelsea müssen wir selbst spielen. Auch mal wieder ein Heimspiel. Wir haben schon lange kein Heimspiel mehr gespielt. Wir sind wieder linker ZM und De Bruyne spielt schon wieder nicht von Anfang an. Und dadurch, dass De Bruyne schon wieder nicht von Anfang an spielt, habe ich Angst. Habe ich Angst, dass ich jetzt dann wieder ausgewechselt werde im Spiel. Uff, beinahe 1:0. Was? Gibt's Elfmeter? Ich glaube, es gibt Elfmeter. Es gibt auf alle Fälle Elfmeter. Gabriel Jesus darf schießen. Ich finde, es war kein Elfer, aber gut, wir nehmen alles mit, was geht. Und er schießt an den Pfosten. Mann, der Computer kann keine Elfer schießen in FIFA. Es ist so schlimm. Komm. Bitte, 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 bitte. Kein Abseits. Kein Abseits, jawohl. Schöner Abschluss. Mit dem Lupfer muss ich einfach öfter machen. Oh, nicer Jubel. Hansus mit dem nächsten Tor für Manchester City. Wir haben schon eine richtig geile Mannschaft eigentlich hier bei City. Uff. Das war ein sehr schlechter Pass von mir. Ein sehr schlechter Pass von mir. Weg das Ding. Null. Ich habe einfach ein Eigentor geschossen. Das erste Eigentor der Karriere. Och Mann. Ich konnte ja nichts mehr drücken. Der Ball ist einfach zu mir gekommen. Was soll ich denn machen? Combination Football. Ich fürchte, dass mir das gleich... Die Kraft ausgeht. Da ist es. Jawohl. 2-1. Drittes Tor im Spiel. Und immer der gleiche Jubel. Oh, da kommt sogar einer. Schluss ist. 2-1. Ein souveräner Sieg. 3 Tore geschossen. Was? Wir haben jetzt schon eine 89er Gesamtstärke? Habe ich ja gefühlt gar nicht mitbekommen. Wir haben einfach eine 10,0 bekommen, und das, obwohl wir ein Eigentor geschossen haben. Was macht man damit, Jungs? Arsenal ist Dritter. Muss ich eigentlich spielen, oder? Dann Pokal gegen United. Das hat so krass, wie viele Spiele wir hier selbst spielen können, ne? Ich darf Sie begrüßen zum Premier League Duell Manchester City gegen Arsenal im Etihad Stadium. Jetzt kannst du spielen. Aber ich schnür die da ein im 16er. Aguero! 1:0! Ist das nice. Mit De Bruyne und Aguero dann in Offensive zu spielen, das ist einfach... Easy Mode. Aber das funktioniert irgendwie nicht so gut. Mach den bitte. Jawohl, KDB. Zweite Vorlage in dem Spiel. Es läuft ja richtig. Schön. Komm, mach den. Den muss er machen.
Jawohl, Jesus, die dritte Vorlage. Wir haben einfach kein einziges Tor geschossen in dem Spiel. Stattdessen drei Tore aufgelegt. Hansus lässt sich auswechseln, für ihn kommt... Wer war das? 3-0 gewonnen. Oh, und jetzt Pokal, FA Cup gegen Manchester United. Ey, es hört nicht auf, hier dramatisch zu sein. Wir sind immer noch im Januar. Ja, der hat mich ausgewechselt. Was ist denn das jetzt aktuell mit dem Auswechseln die ganze Zeit? Warum hat denn der mich jetzt ausgewechselt? 0-0. Okay, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Das heißt, es gibt ein Rematch gegen Leeds. Ja, lol, werde ich trotzdem nicht selbst spielen. Aber die haben eine richtig schlechte Mannschaft eigentlich. 4-0 gewonnen, jawohl. City hat Aguero abgegeben. Maguire, ja, Maguire, was sind das für Transfers? Aguero, Mandy und Delap verkauft und Maguire eingekauft. Uff, am 1. jetzt direkt wieder im FA Cup. Ich muss wieder spielen. Zweite Chance. Und diesmal habe ich jetzt auch endlich mal wieder ordentliche Fitness. Aber in der Liga, glaube ich, stehen die gar nicht so krass da. Oh, als ob der den nicht abblockt. Als ob der den nicht abblockt. Vierte Minute. 1-0. Oh, das sieht nach einer Chance aus. Das sieht nach einer Riesen. Das ist ein Tor. Richarlison mit dem Ausgleich. Es wird richtig spannend hier, ey. Das wird nichts Entspanntes hier. Flagge. Ja! Ja! Ich habe einfach nichts gemacht. Wie oft gibt's das bitte? Dass ich nichts mit dem Angriff zu tun habe. Aber ich bin natürlich der Erste, der beim Jubeln dabei ist. Oh, nee. Oh, nee. Es war so klar. Es war so klar. Jetzt gibt es ja noch Verlängerung, ne? Und ich glaube, der wechselt mich dann auch bestimmt wieder aus, weil ich kann dann eigentlich nicht mehr laufen. Also gerade wenn ich ZM spiele, ist es mit der Ausdauer immer ein Riesenproblem. Pogba 3-2. Und wir haben noch 20 Minuten und keine Ausdauer. Also mit dem Triple wird es auf alle Fälle schon mal nichts. Aber es wäre auch dumm, wenn wir jetzt schon so früh in der Karriere direkt alles gewinnen würden. FA Cup, das ist das Aus im FA Cup. Sehr, sehr schade. Siebte Everton. Egal, wird simuliert. Wir wollen jetzt Champions League spielen. 3-2. Ja, die Liga ist eigentlich schon durch, ne? Es sind noch 9 Spiele und wir haben 14, vielleicht auch nur 11 Punkte Vorsprung. Ja, okay. Ganz durch ist es noch nicht. Aber ist schon sehr unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas passiert. Sporting ist kein großer Gegner. Ja, egal. Wir spielen von jeder Runde zumindest ein Spiel. Schön. Oh, das muss es sein. Jawohl, 1-0. Gutes Zeichen. Da ist die Führung. Jetzt schießen die wahrscheinlich noch das 1-1. Jawohl. Die schießen einfach noch das 1-1. Wir gewinnen nicht mal gegen Sporting. Und direkt danach ist Schluss. Naja, aber Hauptsache eine Runde weitergekommen. Auch wenn es jetzt nicht so mega souverän war. Wir spielen gegen OL. Wir spielen gegen Olympique Lyon. Das ist aber auch ein verhältnismäßig. Das ist eigentlich so der leichteste Gegner, den wir hätten bekommen können. Die sind zwar im FIFA-Karrieremodus schon immer krass, weil die sich halt richtig gut entwickeln und so. Aber ist jetzt eigentlich der leichteste Gegner hier. Ihr seht's ja. EM-Qualifikation führt nicht die WM, sondern die WM danach schon. Also die übernächste WM und da ist er immer noch im Amt. Und wenn FIFA das sagt, dann wird es in der Realität auch so passieren. Das ist ein Tor. Das ist das 1-0. Wir sehen nie gut aus gegen Portugal, aber es ist halt auch einfach eine richtige Drecksposition, die ich hier spielen muss. Ich glaube, ich habe die einmal vorher im Nationaltrikot gespielt. Das war bei meinem Nationalmannschaftsdebüt. Da haben wir 2-1 gegen Mexiko gewonnen. Da habe ich ein Tor und eine Vorlage gehabt. Aber ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Kein Abseits. Kein Abseits. Jawohl, Ausgleich. Let's go, dude. Den Jubler hat er mir komischerweise sofort weggemacht, aber... Wichtiges Tor. Oh, der Joao Felix ist nicht vom Ball zu trennen. Und da kriegen wir doch noch das Gegentor. Ey, gegen Portugal läuft es einfach überhaupt nicht. Aber ich kann halt auch nichts machen als Linksverteidiger. Ich habe ein Tor geschossen, aber es ist halt schwierig. Ja, jetzt verlieren wir schon wieder. Und das Blöde ist halt an dieser Niederlage, dass da doch gewissermaßen die EM in Gefahr kommt. Wir haben wieder gut gespielt, aber der Rest von der Mannschaft ist eine absolute Gurkentruppe. Die bräuchten vielleicht auch mal einen neuen Trainer. Aber Zweiter sollte reichen. Zweiter sollte reichen. Ich spiele auf Legende. Aber die Schwierigkeit ist ja nicht wichtig bei Spielerkarriere. Ich bin auch nicht berücksichtigt in der Mannschaft gegen Tschechien.
Aber das müssen wir gewinnen. Wenn wir es gewinnen, sieht es eigentlich ganz gut aus, was die WM angeht, EM angeht. 1-0, Volland, jawohl. Volland, der Retter. Ja, Premier League mit dem Sieg haben wir 16 Punkte Vorsprung. Dann ist es schon fast ganz durch. Und hier jetzt 4 Punkte. Muss halt eigentlich auch reichen. Nächster Gegner ist Brighton. Und 2-2, mal nicht gewonnen. Ah, da werden wir heute die 90er Gesamtstärke vermutlich nicht mehr erreichen. Wir haben jetzt 95 kurzer Pass. Krass. Irgendwann muss man dann die Trainingseinheit nochmal umstellen. Irgendwann, wenn die ersten 99er-Werte reinkommen. Champions League gegen Olympique Lyon. Wir stehen in der Startelf. Und da geht es jetzt tatsächlich auch gleich los damit. Wir haben einfach eine 89er Gesamtstärke. Und einen Marktwert von 222,5 Millionen. Okay, Sim-Spiel hat gewonnen. Bedeutet, Hinspiel wird simuliert. Und ja, das hätte ich, glaube ich, auch am ehesten selbst so gemacht, wenn ich jetzt irgendwie... Es hätte zwingend machen müssen, hätte ich es auch so gemacht. Denn Olympique Lyon mit Morata und Martinez im Sturm und Neuhaus im ZM und Bender in der Abwehr ist nichtsdestotrotz eine Mannschaft, die wir eigentlich schlagen müssen. Dann müssen wir eigentlich gewinnen. Und wir gewinnen 4-2 und das ist ein brutales Ergebnis. Das ist ein brutales Ergebnis. Kramaric? Der ist mir einfach gar nicht aufgefallen. Aber 4-2 gewonnen ist echt top. Wir haben halt noch so viele Premier League-Spiele. Aber das ist das Einzige gegen einen guten Gegner. Ich glaube, ich spiele das selbst. Dann spiele ich gegen Olympique Lyon selbst. Und dann simulieren wir alle anderen Ligaspiele und spielen nur noch das gegen Leicester selbst und die Champions League. Man City gegen Tottenham. Ist Tottenham nicht sogar... Sind die nicht erst in der Premier League oder so? Geht da noch was? Es geht nichts mehr. Er pfeift einfach direkt ab. 1-0. Und wir wissen einfach nicht mal, dass es 0-0 ausgegangen ist, weil es nicht so oben einfach nicht steht. Das Spiel war sogar EA zu langweilig. Trotzdem eine 8,5er Bewertung. Das mit der Bewertung ist irgendwie viel zu einfach, eine gute Bewertung zu haben, ne? So, und dann geht's weiter mit der Champions League gleich. Und ich hoffe mal, da wird es nicht ganz so langweilig. Wobei, wenn es zu langweilig wird, dann sind wir halt irgendwie auch schon weiter, ne? Weil 4-2 Hinspiel gewonnen, Diaz ist zurück. Uff, das sieht vielleicht nicht gut aus. 1-0, ja. Die brauchen also noch 2 Tore jetzt. Braucht sich gar nicht so freuen. Ihr braucht noch 2 Tore. Hans ist nicht mehr auf dem Platz. Okay, so schnell kann es gehen. Jetzt hat der mich einfach ausgewechselt. Dann hoffe ich mal, dass sie es jetzt nicht mehr verkacken. 1-1, jawohl. Sterling trifft noch. Und das heißt, wir sind eine Runde weiter. So, 5-3. Wir sind weitergekommen, eine Runde. Das heißt, wir sind jetzt einfach schon im Halbfinale. Schnellsimulation. Hat er Oscar bei uns gespielt? Oscar hat einfach gespielt. Der Brasilianer Oscar, der da bei der WM 2014 für Brasilien gespielt hat. Schauen, gell, der hat da gespielt für Brasilien. Sheffield gegen Manchester City. Und man darf auch nicht vergessen, wir waren ja auch lange Zeit verletzt in der zweiten Saison. Also uns fehlt quasi eine halbe Saison fehlt uns. Es sind noch 4 Spiele, wir haben 7 Punkte Vorsprung. Wenn wir gewinnen, haben wir immer noch mindestens 7 Punkte Vorsprung. Dann wäre es theoretisch noch möglich, dass die uns einholen. Also mal schauen. 1-0 gewonnen. Was passiert bei Liverpool? Okay, wissen wir noch nicht. Und unser nächster Gegner ist Piemonte Calcio. Juventus Turin. Und Oscar steht in der Startelf. Dybala, Ronaldo im Sturm. Chiesa dahinter. Correa, Alexandro Wijnaldum als Kapitän. Das ist eine richtig starke Mannschaft. Und bei uns einfach Oscar auf dem linken Flügel. Und wir mit De Bruyne im ZM. Herrera von Anfang an. Bei uns fehlen halt ein paar. Ne? Rodri fehlt. Sterling fehlt. So, aber von diesem Spiel, von diesem Halbfinale, Champions League Halbfinale, werden wir sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel spielen. Vielleicht ein bisschen auf die Fitness achten. Ich werde es eh wieder nicht hinbekommen, aber ich kann es zumindest sagen. Oh, der Gabriel. Der Gabriel. Schieß ihn rein. Gabriel Jesus. Vorlage und das erste Auswärtstor. Das erste, weil da kommt noch eins. Let's go, dude. FIFA ist auch einfach ein Spiel zum Ragen. Ja, das kann man nicht anders. In Overwatch fällt es mir easy, nicht zu ragen. Es fällt mir mega easy. Einfach es nicht so ernst zu nehmen. Boah, als ob Ronaldo den nicht reinschießt, aber die Baller macht den. 1-1 ist immer noch ein ordentliches Ergebnis. Aber ein Sieg wäre natürlich schon deutlich schöner. Oh, Foden kommt für uns rein. Wir werden zurzeit oft ausgewechselt. Wir haben halt einfach nie Fitness. 2-1 verloren. Alexandro in der 89. Ronaldo verschießt noch einen Elfmeter in der 75. Crystal Palace. Auswärts bei Crystal Palace. Jetzt ist halt die Frage, spiele ich das selbst? Und wir gewinnen mal 94 Punkte und die können theoretisch auf... Ja, Liverpool hat 2 Spiele weniger, deswegen weiß ich nicht. Ah, ich bin eh nicht in der Startelf. Ach so, ja dann. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als es zu simulieren. 2-0 gewonnen, Valverde und... Sterling treffen. Rodri ist back, Sterling ist back. Vielleicht hilft uns das ja. Vielleicht macht das den Unterschied. Wir stehen in der Startelf.
Und wir sollten jetzt auch gute Fitness haben. Wir haben nicht volle Fitness. Ich sag's nochmal, ein 1-0 würde uns reichen, ein 2-0 würde uns reichen. Sobald wir ein Gegentor bekommen, brauchen wir mindestens 2 Tore für eine Verlängerung. Deswegen, der Jesus, mach ihn bitte! Jesus! 1-0! Das ist die gute alte Kombi, wie schon im Hinspiel. Wie kommen die Zuschauer so weit vor? Dürfen die da überhaupt vorne so weit sein? Gabriel, bitte schieß ihn rein! Gabriel Jesus 2-0! Das ist mein Mann. Heute schieße ich einfach überhaupt keine Tore. Heute lege ich sie nur auf. Ja, mach den bitte. Jawohl, da ist es. 3-1. Die Abfrühstückung. Das hab nicht ich vor... Wieso hat er das gemacht? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe einfach A gedrückt. Er macht erstmal Tee trinken. Alles klar. Oh, das könnte es 3-1 werden. Arthur, 3-1. Die Spannung ist zurück, meine Damen und Herren. Ganz wichtiges Tor für Juve. Jetzt spiel mir. Zieh durch. Nein. Komm, hol ihn dir. Jetzt aber. Jawohl. 4-1. Ich hätte nicht in die Mitte ziehen dürfen. Ich hätte außen bleiben sollen. Aber wenn ich die Fitness noch hätte, dann hätte der mich auch niemals eingeholt. Pfeif ab, Schiri. Weg das Ding. Dankeschön. Wir stehen im Champions League-Finale. Uff. Mega stark. Gegner ist entweder Dortmund oder Tottenham, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eigentlich auch machbar so. Und dann simuliere ich das und dann spielen wir gegen Leicester und dann schauen wir mal, ob wir gegen Leicester die Trophäe bekommen. 1-1. Das juckt nicht wirklich jemanden. Jetzt stell dir mal vor, ich bin nicht in der Startelf gegen Leicester. 12 Punkte Vorsprung, Liverpool immer noch ein Spiel weniger. Kein Plan, was die treiben. So, und jetzt das Spiel gegen Leicester. Das spiele ich selbst eben. Und wir hoffen, dass wir am Ende, wir haben jetzt eine 91er Gesamtstärke. Wir sind der beste Spieler im Team zusammen mit Ederson. Ich weiß nicht, welche Gesamtstärke De Bruyne hat, aber der ist eh nicht drin. Premier League Duell zwischen Manchester City und Leicester City. Und am Ende bekommen wir hoffentlich die Trophäe der Premier League. Spiel mir, ich bin so frei. Das muss es sein. Jawohl, 1-0. Bernie, eure Rettung. So kann man doch mal Meister werden hier. Bin aber irgendwie nicht so zufrieden mit dem Zweikanal-Namen. Ich weiß nicht. Oh, ist das schön gespielt, Jungs. Ist das schön gespielt? Da muss ich einfach gar nichts machen. Ist das geil gespielt, Mann. So wird man Meister. Oh, Sterling. Mach den doch. Sterling, mach den. Aber da muss ich ihm erst zurufen. Raheem, schieß. Sonst hätte er es wieder nicht gemacht. Ich will wieder mal hingehen jetzt. Okay, ja, wenn es 3-0 steht, muss man jetzt nicht unbedingt verteidigen. Kann man auch mal ein bisschen zuschauen. Aber das war ja wirklich mal absolute Arbeitsverweigerung. Was ist denn das? Nein, abgepfiffen. Und jetzt schauen wir uns mal an. Passiert hier irgendwas? Also die Fans gehen schon mal nicht besonders ab, aber es sieht so aus. Er freut sich ganz besonders, unser Blondschopf. Wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Supriaga heißt er. Es sind die 10, jawohl. Und der Hansus darf mitfeiern mit der Nummer 13. Das ist der allererste Titel. Der allererste richtige Titel in der Karriere, ne? In der österreichischen Pokal haben wir es nicht geschafft. Das ist der allererste Titel. Und es ist einfach direkt der Premier League Titel. Und jetzt dann gibt es auch noch das Champions League Finale. Das könnte also schon eine absolut kranke Saison werden. Die dritte Saison schon. Harry Maguire als Kapitän von Manchester City. Und irgendwo im Hintergrund müsste Bernie eure Rettung stehen. Krass, den erkennt man einfach 0,0. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Direkt dahinter. An den Haaren zu erkennen. Premier League Sieger Manchester City.